Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute heißt es: Investoren aufgepasst, das Währungsprojekt der BRICS nimmt Fahrt auf. Die BRICS wollen ihre US-Dollar-Abhängigkeit verringern. Ein Vorschlag dazu ist, eine neue Recheneinheit zur Abwicklung von internationalen Handels- und Finanztransaktionen zu schaffen. Und die neue Recheneinheit soll mit Gold gedeckt sein. Am Freitag, den 7. Juli 2023, machte in den Finanzmarktmedien die Nachricht die Runde: Die BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, werden bald eine goldgedeckte Handelswährung einführen. Möglicherweise wird dazu ein entsprechender Beschluss schon im August gefasst. Das Vorhaben der BRICS, dem US-Dollar die Stirn bieten zu wollen, steht seit geraumer Zeit im Raum. Zuletzt hatten sich am 2. Juni 2023 die Außenminister der BRICS sowie Repräsentanten aus mehr als 12 Ländern in Cape Town, Südafrika, getroffen. Bezeichnenderweise also am Kap der guten Hoffnung. Es wurde hier unter anderem betont, eine internationale Handelswährung schaffen zu wollen. Zweifellos ein Vorhaben, das gewaltige Folgen haben könnte. Schließlich repräsentieren die BRICS etwa 3,2 Milliarden Menschen, also etwa 40% der Weltbevölkerung, mit einer gemeinsamen Wirtschaftsleistung, deren Größenordnung mittlerweile der US-amerikanischen entspricht. Und es gibt auch viele weitere Länder, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Ägypten und Kasachstan, die sich den BRICS anschließen wollen. Das ausgesprochene Ziel der BRICS ist es, ihre wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Und dazu wollen sie eine neue internationale Währung für Handels- und Finanztransaktionen aus der Taufe heben. Es geht ihnen also nicht um eine heimische Geldreform, sondern den US-Dollar-Imperialismus zurückzudrängen, am liebsten wohl den US-Dollar zu entthronen. Der Grund ist offensichtlich. Die US-Administration setzt den Greenback als geopolitische Waffe zur finanziellen Kriegsführung ein. Sie verwehrt ihren Opponenten mitunter den Zugang zum US-Dollar-Kapitalmarkt, vor allem aber auch den Zugang zum internationalen Zahlungsverkehrssystem. Das Einfrieren der russischen Währungsreserven, immerhin handelt es sich hier um einen Gegenwert von aktuell fast 600 Milliarden US-Dollar, hat nunmehr in vielen nicht-westlichen Ländern die Alarmglocken schrillen lassen. Es hat in einer ganzen Reihe von nicht-westlichen Ländern bereits dazu geführt, die Währungsreserven umzuschichten, weniger US-Dollar zu halten, auf andere, kleinere Währungen auszuweichen, vor allem aber verstärkt Gold zu kaufen. Doch wie könnte es den BRICS gelingen, sich vom US-Dollar loszuschwimmen? Zwar liegen noch keine Details vor, aber man kann an dieser Stelle durchaus einige Spekulationen anstellen, welchen Weg die BRICS beschreiten könnten. Ein Weg ist, dass die BRICS eine neue Bank gründen, die BRICS Bank, die bei Gründung durch Goldeinlagen der BRICS-Zentralbanken bzw. BRICS-Staaten finanziert wird. Die physisch eingelagerten Goldbestände werden in der Bilanz der BRICS Bank auf der Aktivseite ausgewiesen. Und zwar in der Nominierung, sagen wir, BRICS Gold. Dabei könnte zum Beispiel ein BRICS Gold als 1 Gramm Feingold definiert werden. Die BRICS Bank kann daraufhin Kredite gewähren in BRICS Gold, etwa an Exporteure aus dem eigenen Länderkreis bzw. an Güterimporteure aus dem Ausland. Dazu vereinbart die BRICS Bank einen Kreditvertrag mit ihren Goldeinlegern für eine gewisse Zeit, sagen wir für 3 Monate oder 1 oder 2 Jahre, gegen eine Zinszahlung ihre Goldeinlage an die BRICS Bank zu verleihen. Nachfolgend kann die BRICS Bank auch weitere Goldeinlagen entgegennehmen von internationalen Investoren, die auf diesem Wege verzinsliche BRICS Gold Depositen bzw. Goldforderungen gegenüber der BRICS Bank halten können. Der Halter von BRICS Gold in Form von Golddepositen kann idealerweise auf Wunsch sein Guthaben in physisches Gold eintauschen.
BRICS Gold kann dann als internationales Geld bzw. als internationale Recheneinheit in den weltweiten Handels- und Finanztransaktionen verwendet werden. Die neue de facto Goldwährung müsste dabei übrigens nicht einmal physisch ausgeprägt werden, sondern könnte eine rein buchhalterische Größe sein und auch bleiben. Die Exporteure aus den BRICS-Staaten und aus den weiteren Mitgliedsländern müssten dabei allerdings bereit sein, ihre Güter gegen BRICS Gold anstelle von US-Dollar und Co. zu verkaufen. Und die Importeure aus den westlichen Ländern müssten bereit und in der Lage sein, ihre Rechnungen in BRICS Gold zu bezahlen. Um an BRICS Gold zu gelangen, muss der Nachfrager nach BRICS Gold sich entweder bei der BRICS Bank einen BRICS Gold Kredit besorgen oder er muss physisches Gold im Markt kaufen und so dann in eine dafür vorgesehene Lagerstelle bei der BRICS Bank oder einer lizenzierten Lagerstelle einbringen und die Gewichtseinheiten des eingelagerten Goldes werden ihm dann auf seinem Konto in entsprechenden BRICS Gold Depositen gutgeschrieben. Bei Bezahlungsvorgängen werden beispielsweise die BRICS Gold Guthaben des Güterimporteurs, gehalten bei der BRICS Bank, dem Konto des Güterexporteurs gutgeschrieben, ebenfalls gehalten bei der BRICS Bank oder bei einer lizenzierten Lagerstelle. Die BRICS verfügten im ersten Quartal 2023 über fast 5.400 Tonnen Gold mit einem Marktwert von derzeit etwa 350 Milliarden US-Dollar. Das damit verfügbare Finanzierungsvolumen dürfte ausreichen, um zunächst ausgewählte Rohstofftransaktionen abzuwickeln. Bei Zunahme der Goldbestände durch Aufbau von Handelsüberschüssen und/oder Goldeinlagen von internationalen Anlegern kann auch das Transaktionsvolumen nach und nach steigen, sich auf weitere Gütergruppen ausweiten. Der Übergang, die Verwendung des Goldes bzw. des BRICS-Goldes als internationale Handels- und Transaktionswährung, wären allerdings mit überaus weitreichenden Folgen verbunden. Erstens, die Goldnachfrage würde vermutlich merklich, vielleicht sogar recht stark ansteigen und das würde den Goldpreis gemessen in US-Dollar, Euro und Co., aber auch in den Währungen der BRICS-Staaten in die Höhe treiben. Zweitens, ein steigender Goldpreis wiederum würde die Kaufkraft der offiziellen Währungen US-Dollar, Euro und Co., aber auch in Rubel, Rupie und Renminbi gegenüber dem Gold abwerten. Die Güterpreise würden sich gemessen in den offiziellen Währungen sehr wahrscheinlich über kurz oder lang sehr stark verteuern. Drittens, die BRICS würden, soweit sie Handelsüberschüsse ausweisen bzw. künftig weiterhin erzielen, Goldreserven aufbauen. Sie werden vermutlich die Gewinner der Währungsumstellung, die Länder mit einem Handelsbilanzdefizit, allen voran die USA, hätten das Nachsehen. Viertens, alle Regierungen, einschließlich die der BRICS, hätten keine unumschränkte Hoheit über das BRICS-Gold-Geld und würden damit gewaltig an Macht einbüßen. Die Frage stellt sich also, wird man in den Regierungszentralen der BRICS dazu bereit sein? Diese wenigen Überlegungen zeigen bereits, wie schwergewichtig das Thema Schaffung einer neuen, mit Gold gedeckten internationalen Handelswährung tatsächlich ist. Ein Voranschreiten der BRICS mit diesem Projekt könnte durchaus geradezu erdrutschartige Veränderungen in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzstruktur verursachen. Das Thema verdient also so gesehen große Aufmerksamkeit von Seiten der Investoren. Wie so häufig gilt aber auch hier, der Teufel steckt im Detail. Was aus dem Vorhaben der BRICS letztlich wird, eine goldgedeckte internationale Handelswährung zu lancieren, hängt ganz entscheidend von der inhaltlichen Ausgestaltung der neuen Recheneinheit ab. Das nächste Treffen der BRICS am 22. bis 24. August in Johannesburg kann also mit Spannung erwartet werden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke und insbesondere folgen Sie meinem Kanal.